Hier präsentieren wir die 5 beste WLAN-Repeater-Test. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. TP-Link TL-VA 854 RE. Der TL-VA 854 RE war der günstigste kabellose Repeater in der Prüfung. Mit diesem Design handelt es sich bei TP-Link um ein äußerst budgetfreundliches Einstiegsdesign, das alle Anforderungen in der typischen Atmosphäre erfüllt. Im Gegensatz zu den verschiedenen anderen Repeatern, insbesondere im Gegensatz zum VA 860 RE, sind jedoch die Signalausdauer und auch der Wirkungsgrad erheblich reduziert. In herausfordernden Umgebungen bedeutete dies, dass der Preis für die Informationsübertragung schnell sank oder sich manchmal löste. Nummer 4. TP-Link TL-VA 860 RE WLAN Repeater. Die Tester zeigten sich besonders erfreut darüber, dass der Repeater bequem mit den Stegen ebenfalls über WPS verbunden werden kann. Das 9,5 x 5,8 x 4,12 cm große Werkzeug ermöglichte es, die Steckdose weiter zu nutzen, wenn man bedenkt, dass sie mit einer Stromversorgungsfront ausgestattet war. Steckdose ist gegeben. Aufgrund der Außenantennen waren sowohl die Funktion als auch die Sendeleistung überdurchschnittlich und auch der TP-Weblink-Repeater erreichte über WAN-Flächen ebenfalls hervorragende Werte. Darüber hinaus können Sie bei Bedarf zwischen zahlreichen Designs wählen. TP-Link handelt mit dem Repeater sowohl LAN als auch Tonnenports zusammen mit ohne. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Telekom Speedport W100 Repeater. Der Repeater der Telekom war einer der teuersten in der Prüfung und eignet sich speziell für die Speedport-Designs der Telekom. Da jedoch viele Kunden mit diesen Tools ausgestattet waren, konnte der Repeater 2019 die Liste der effektivsten Repeater erstellen. Die Sendeleistung überzeugte bei der Prüfung und auch die Anbindung an den Speedport war einfach, unkompliziert und auch schnell. Nichtsdestotrotz hat die Tatsache, dass es nur mit Versionen der Telekommunikation zusammenarbeitet, tatsächlich zu einer Abnahme geführt, und darüber hinaus haben einige Tester tatsächlich festgestellt, dass der Repeater nicht sofort wieder eine Verbindung hergestellt hat, als der Router reaktiviert wurde. Nummer 2. CSL 300 Megabit WLAN. Der WLAN-Repeater von CSL Computer wird als etwas günstiger eingeschätzt als der Prüfungsmeister, obwohl er eine weitaus umfassendere Verbindung hat. So können Sie den kostengünstigen schnurlosen Repeater zusammen mit einem Erreichbarkeitsfaktor oder einem Kunden als Repeater verwenden. Darüber hinaus verfügt das Gadget über eine LAN-Verbindung, sodass Sie einen vorhandenen, nicht Wi-Fi-fähigen Router WLAN-fähig machen können. Mit 2,4 GHz-Band erreichte das Tool eine große Sendeleistung, die in der Prüfung nur etwas schwächer war als der Prüfungsmeister von AVM. Darüber hinaus verfügt der CSL-Repeater über ein WPS-Attribut, mit dem sich Router und Repeater auf einfache Weise kombinieren lassen. Insgesamt lässt sich der Repeater von CSL nicht so komfortabel mit mehreren Tools verknüpfen wie das Tool von AVM. Und die Nummer 1 unserer Liste, AVM Fritz, WLAN Repeater 310. Aus der Prüfung wurde der WLAN-Repeater von AVM zum Prüfungssieger. Er funktionierte problemlos mit allen typischen WLAN-Routern und war in der Regel an einzigartige Designs gebunden. Das tragbare Layout mit einer Höhe von nur 8 cm macht es möglich, den Repeater problemlos an praktisch jeder Steckdose aufzustellen.
Das WPS-Kriterium erleichtert die Montage auf Knopfdruck, ohne dass der Repeater längere Zeit eingerichtet werden muss. Der Repeater 310 von AVM liegt ratenmäßig im Mittelfeld. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.